Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Tech Town mit dem Debitor LP. Hallo! Da! Da sind wir! Ja, und wir haben unser kleines Ladenlokal fertiggestellt, ne? Ja, genau. Da kommt nachher noch ein schönes Schild drauf, wo drauf steht, was er verkauft und aber. Genau. Aber soll man den dann nicht irgendwie anders nennen? So Jamal oder so? Das können wir hier hinten machen. Wie hast du den umbenannt? Mit so einem Namenstag. Ah. Dann nennst du einen Namenstag quasi am Amboss um und dann machst du da irgendeinen dann Typen. Und hier gibt es sogar Pott. Ja, hast du drin? Ja, oh Mist, jetzt hab ich ihn rausgenommen. Oh nein, jetzt liegt er da rum. Oh nein! Jetzt Pott wieder drin. Da ja, muss nice. Aber nachher nochmal auf jeden Fall so ein Soundmuffler rein. Nein, der passt schon. Der Meinst muss ja du? Werben auch. Hi, Stimmt. brauchst du was? Und das Geile ist, das hat er noch gar nicht gesehen. Der kommt hier gar nicht raus. Ja, stimmt, hier. Weil aber wir haben zugebaut. So einen Balken da reingemacht, richtig gut. Na, da, müssen wir eigentlich so einen Eisenbalken hinmachen. Ja, wie das so aussieht wie so ein Vorschiebeding, weißt du? Und so eine Reinforced Door. Richtig stabile. So. Aber jetzt widmen wir uns erstmal hier meiner Achterbahn noch, ne? Genau. Soll ich hier einfach mal was hochziehen von den Steinen her? Ja. Warte, ich hol mal eben ein paar Stone Bricks. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt am blödsten mache, dass das wieder so anfängt. Stone. Ja, manchmal ist das blöd, ne? Dann sitzt man so in der Aufnahme und überlegt so die ganze Zeit und denkt so, ach, überlegt das nicht so lange. Ist halt auch nicht so einfach, ne? Also. Ja, das sind ja auch Mechaniken, die man sonst nicht hat. Ja, eben. So, und sonst würde ich hier ankommen. Dann machen wir das doch. Ah, ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Ja, okay. Hier liegt auch noch ein Buch. Hast du das schon gesehen? Wo führt das Buch denn hin? Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeine Wix-Dimension von mir. Hast du mal irgendwann da hingebaut? Ach, wo ist das denn? Hier steht eins? Ach so, nee, das führt, weiß ich gar nicht, ich glaube in meine Base. Ach so, okay. Weil das hatte ich beimal, aber ich hab dann keins drüben gemacht, weißt du? Ja. Keins hier. Keins drüben gemacht, so. Keins hier, so, Junge. Ja. Yeah. So, wo bin ich denn überhaupt auf der Map hier so ungefähr? Ich habe so eine scheiß Map, ich muss die unbedingt wieder umstellen. Nee, das geht gar nicht. Was hast du denn für eine? Mach. Ich weiß nicht, wie die heißt hier. Was ist das? Sehe ich nicht. Ich habe den Map Writer zum Beispiel oben drin. Das ist dieselbe, die wir bei Hero hatten. Ja, ich müsste jetzt im Launcher gucken, aber. Ja, mach doch mal eben. Boah, ich hasse halt, wenn hier so viel Sand immer ist, ne? Switch. Ja, ist doch geil, dass ich in der Wüste gebaut habe, oder? Ja, voll geil. Aber das habe ich aus einem einzigen Grund gemacht. Ja, aus Faulheit, damit man nicht alles abtragen muss. Nee, damit es hier nicht regnet. Ach so. Ich hasse doch Regen, Mann. So, ich werde jetzt erstmal hier den inneren Streckenabschnitt so ein bisschen pimpen. Ja. Und auch die Fackel mal wegmachen gegen Switches austauschen. Ja, kannst du machen. Ja, das wäre gut. Cooler Dach. Ich hab manche gesetzt, aber halt nicht alle so, ne? Ja, aber erstmal nur der Rohbau, ne? Man muss ja erstmal gucken, wie die Bahn so läuft. Ja, eben. Erstmal das Grobe. Wenn wir den echt so machen würden, ey. Genau. Gar nicht planen, so einfach. Ja, machen wir so hier. Jetzt hab ich wieder so einen Klatsch von der Sonne gekriegt. Krass, ey. Gib mir gleich mal eine Anzug, dann mach ich dir da mal Kühlung rein. Kommt da mal Kühlung rein, so. So, was brauche ich denn? Ich brauche noch Bricks. Voll nice. So. Bricks, man. Bricks! Ah! Ja. Also ich finde Switches finde ich echt gut. Das sind zwar nur normale Schalter, aber die sehen halt neumodisch aus, ne? Ja. Und vor allem, du kannst die... das ist, wenn ich schnell was baue, dann kriege ich Schaden. Was ist denn für ein Quatsch, ey? Ja, darfst du nicht so schnell bewegen, Mann. Wie in echt. Ja, ich merke das gerade. Wie in Real Life. Total blöd. Aber ich habe doch das Cooling System da drin. Verstehe ich nicht. Kann nicht so. Hier wächst doch Gras, hier kann es doch nicht so heiß sein. Ich mich direkt verbrennen, ey. Ja, Gras ist ja künstlich, ne? Wir sind eigentlich nur in der Wüste. Nee, das ist echt. Ich sehe das doch. Du siehst ja auch die grüne Farbe von dem Gras, wie es leuchtet. Ah, guck mal, jetzt habe ich hier schon mal richtig schön gemacht. Fährt man hier runter? So, mehr Ecke rum, so. So, warte mal. Hey, wie verbindet sich das denn hier? Was soll der Scheiß, ey? Ich habe aber auch nicht mehr, leider glaube ich, nicht mehr genug Schienen. Hä, warum verbindet sich das hier nicht so? Und ich wundere mich hier, warum ich hier kein nichts hinbauen kann. Da sind Switches. Ja. Sehr schlau. So.
Oh, jetzt habe ich es genau falsch rum hingebaut, ich Idiot. So wollte ich es nicht haben. Ah, Dummkopf. Aua, ich habe mich zu viel bewegt. Aua, 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 aua. Er verbrennt aua. Wieder, nein. Nee, das Gute ist ja, man kriegt ja kaum Feuerschaden eigentlich mit der Power Armor, ne? Aber wenn du irgendwo herfliegst, dann wirst du mal nach unten gezogen, oder? Ja, so das gesehen? Ja, das ist natürlich ein Problem, ja. Das ist natürlich ein bisschen nervig dann. Oh, ich baue noch Rails, ey. Was für welche? Normal, ganz normal, obwohl ich habe hier noch Powered und Standard, ich sehe das gerade. Weil ich hätte da noch welche. Der Heiko hat mir auch alle Sachen automatisiert von den Schienen. Ja? Ja, ich habe auch das meiste automatisiert eigentlich. Der hat so 9 Rolling Machines gebaut, die alles andere rollen. Mein Gott. Rolling, eine Rolling Machine, die bräuchte der Grasdealer da vorne vielleicht auch noch. Stimmt, eigentlich eine gute Idee, ne? Warte, ich baue dir mal eine. Die Rolling Machine. Rolling. Ach, schade, ich habe gar keine mehr über. Roll. Und ihr seht schon, ich hatte hier im Fenster Steve Katz auf. Da ist echt super komplex. Schnitzelkart. Stevie Kart. Jetzt haben wir ein paar Crafting Tables, so 64. Ja. Man drückt immer so mit Shift und hat dann so voll viel. Ja, mache ich auch immer. Einfach 1000 Stück bauen. Und drauf geschissen. Oh, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich die blöden Switches immer erst anmachen muss, ey. Ah ja, stimmt. Aber das kann ich da nicht so reinbauen. Oh. Hat der eigentlich einen Mittelpunkt erladen? Dann könnte man, ich gehe nochmal eben rein, dann könnte man da die Rolling Machine setzen. Ja, der hat einen Mittelpunkt, glaube ich. Ja, stimmt. Dreht sich alles halt um die Rolling Machine. So, Kiste. So, dann würde man hier quasi rauskommen. Ja. Boah, was die mal sagen, ne, die Villager. Das ist doch aus Star Wars eigentlich. Ja, genau. Dass es da noch keine Copyright-Verwarnung für gibt, ist eigentlich ein Wunder. Und jetzt so, bing, alle meine Dinger geclaimed. Nein. Und es gibt ja auch Leute, die ganz viel Copyright-Zeug verwenden in ihren Videos, ne? Ja. Ist mir auch schon aufgefallen, also. Ich bin gespannt, wie lange das gut geht. Ich auch. Und dann Heuler bestimmt, von wegen. Wir beobachten das. Ja, genau. So. Wir sagen euch aber nicht, wer. Wir sagen nur, wenn es passiert ist. Genau, dann lachen wir uns kaputt darüber, weil wir es wussten, dass es passiert. So, jetzt hat er eine Rolling Machine anstelle der Kiste in der Mitte. Sehr gut. So. Ist ja viel wichtiger, eine Rolling Machine. Gerade in seinem Gewerbe. Ja, eben, da braucht man eine Rolling Machine. Sonst geht gar nichts, hör mal. Oh, so. Boah, ich dachte schon. Aber ich finde, wie gesagt, bei mir ist echt Lag City da in dem Haus. Ich habe jetzt ja auch schon voll viel Glas entfernt und ein paar andere Sachen, aber er verbessert sich jetzt nicht so doll. Okay. Leider. Ja. Nee, das ist ein bisschen knapp hier. Hast du noch so einen Launch-Track eventuell? Nee, ne? Doch klar. Ja? Gib mal. Gib. Nur nicht bei, warte, ich geh mal eben ins Lager. Ja. Ich hab da der hier um die Ecke. Das ist voll die gute Idee gewesen, ey. Mit den Launch-Tracks? Nee, mit dem Lager. Ach so. Wir können ja auch noch diese, die Pellet-Launcher dazwischen immer bauen. Boah, ja stimmt, könnte man auch noch. So genau abgeglichen. Und wenn nicht, du bist halt tot. Ja, aber wie willst du die genau abgleichen? Das hängt ja damit zusammen, wie du startest, ne? Ja, klar. Geht ein bisschen schwer, oder? Da hast du einen Launch-Track. Danke. Oh. Also, warte, aber fährt nee, hier rum so. Springt dann hier so drüber. Oh mein Gott, hier geht's weiter. Das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Was? Wo das manchmal lang geht da. Ja, ich hoffe, ich baue ja auch nichts zu, aber das sehen wir nachher. Ja, das ist auch nochmal ein Problem. Das ist mir gestern auch passiert. Wann denkst du, da ist nichts mehr, baust dazu und dann so, oh, ups. Ja. So, da war Launch Track. Lol, wie hier erstmal so ein Raum ist einfach. Und an. Wo so ein Raum ist? Nee, habe ich mich irgendwo runtergegraben und dann war da auf einmal so ein Raum. Hast du noch mehr Schienen irgendwie? vielleicht diese blauen? Die Reinforced? Ja.
Welche denn? Die Powered oder die normalen? Die Powered. Powered. Musst du da immer ein Stück in Reichweite fliegen, oder was? Ne, ich habe hier so ein komplettes ME-System. Ich habe nichts mit... Ach so, lol. Ah. Aber da sind nur, da ist nur eine Solarzelle dran, eine Energiezelle und... Ja, reicht ja. Disketten halt. Ich habe jetzt auch, glaube ich, 150 Disketten. Mein Gott. Ja, der Sebastian will ja da voll krank mit den 4K-Disketten alles voll knallen, ne? Ja, schon gesehen. Viel zu viel Aufwand. Hinter dir. Ach, da. Ich habe halt alles 150 64K-Disketten jetzt. Lol. Damit geht schon was. Warte mal, da ist auch eine... Ah, hier ist auch eine Powered Rail. Lol. Lol, Roffel, lol, lol, Copter, lol. Roffel, lol, 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 lol. Oh nein, ich habe jetzt beides ausgemacht. Unbelievable. Wie, beides aus? Was machst du da? Machst du das kaputt hier? Ja, warte, ich gehe nochmal von der anderen Seite gucken. Das ist ein bisschen übersichtlich gestaltet alles. Ja, ne, also ich glaube, wenn man es nicht gebaut hat, erstmal muss man sich zurechtfinden. Ja, passt schon. Ich bin ja Schnellmerker. Meistens nicht. So. Boah, fall da um, du Kackbuch, ey. So, gucken wir mal. Ich kann hier direkt so einen Stein reinpacken. So einen Stein reinpacken. Oh, weiß jetzt, hab ich keine Bricks mehr bei. Was ist denn für ein Rotz, ey? Haha. Ha. Jetzt kommt so, da wieder, hast du Bricks? Nee, Bricks habe ich genug. Mehr als genug. Ich habe doch mal irgendwie da, weiß ich, 100.000 Steine durchgebraten oder so. Achso, lol. Ja, bei mir wird ja komprimiert zu komprimierten Steinen. Ja. Aber ist nicht immer gut, weil letztes Mal wollte ich Öfen bauen und ging dann nicht. Na, hattest du, weil du keinen Cobblestone hattest, oder was? Ja, genau. Ja, lol. Tja, so ist das, ne? Mhm. Oh. Lol, jetzt ich bin aus Versehen ins Lag-Haus gesprungen. Ja, da musst du immer ein paar Sekunden warten, bis das weitergeht. Ja, es geht, aber ich bin schon wieder hier. Ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Streckenabschnitte mir vor, die ich gerade sehe. Ja. Und was tust du da genau? Ich verkleide die mit Bricks und sowas. Ah. Weil das soll ja auch nachher zum Download angeboten werden, die Map, wenn wir mal irgendwann fertig sind. Nö. Okay, dann nicht. Ja, aber erst wenn ich fertig bin und ich dann das dauert aber. Ja, zum Glück haben wir nicht andere Leute hier drin, die nie fertig werden. Ja, aber dazu ist Minecraft auch nicht gemacht, um irgendwann mal fertig zu werden. Ja, stimmt. Aber ich sag mal so, wenn der Freizeitpark mal fertig ist, dann kann man den ja mal geben, so. Ja, der muss aber noch viel epischer werden. Also. Ja, auf jeden Fall. Die Porkys haben ja noch Bock hier zu bauen. Oh mein Gott. Ja. Achso, hier die Lava ist daneben, lol. Dachte so, ich falle in die Lava rein, Junge. Sehr gut. Ich brauche auch noch so Mossy Cobblestone, den muss ich mir bald mal vornehmen, noch viel zu machen von. Weil den kann man auch nochmal so schön zwischendurch einstreuen, dann sieht er nochmal cooler aus. Den kann man ja auch selber machen, ne? Ja, ja. Irgendwie muss es gehen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht wie aus dem Kopf. Doch mit Wasser und normalen Cobblestone. Kann aber sein, dass ich davon schon welchen hab. Also jetzt bin ich neugierig, jetzt will ich gucken. Jetzt will er's wissen! Am besten hätte ich hier noch ein WLAN-Modul einbauen sollen. Ja, ne? Oder kann ich mir nicht so ein Steve-Cards bauen, was mir hinterherfährt mit dem Terminal? Boah. Und nee, aber du kannst... Ach so, ja, nee, das kannst du nicht machen. Kannst dir nur diese Creeper rein. Kannst du nur diese doofe Kiste machen, die hinter dir herläuft. Ah, stimmt. Okay, 379 habe ich. Geht, ne? Ja, ich glaube, ich habe mal ein paar, da, wo die Spawner hängen, abgebaut. Da sind die Steine ja immer. Also wahrscheinlich automatisiert, weil dann die Enderquarry irgendwo. Wie die Porkys einfach mal meine Pumpe abgebaut haben, ey. Ja? Ja. Ich habe hier Tesseracts gefunden. Ja, die haben ihre Enderquarry da aufgebaut, wo ich meine Ölbohrer hatte. Ja. Und da waren zwei Tesseracts und die Pumpen. Ach so. Alles weißt mitgenommen du? Dann. Ja, aber setzen sie sich aber schon bei sich oben hin. Und ja. Nur weil da dann steht Owner Debitor, sagen sie dann, guck mal, wir haben ja was von dir. Da habe ich auch gesagt, ja, erst versuchen zu benutzen, ne, und dann Bescheid sagen. Aber hab ja alles wieder jetzt. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück. Ich hatte schon die Nuke im Anschlag. Hat schon die Krawatte, ne, also. Ich wollte erst mal ein Haus sprengen, aber haben die meisten gesagt, ne, lass mal sein, das ist ja doof.
Ach, warum denn nicht? Lass den Peter das auch machen, wenn er das möchte. Ja, also. Nur einmal kurz. Ja, nur so ein bisschen sprengen. Es gibt ja auch bei Applied Energistic einen Mod, da kannst du quasi ganze Landstriche Energistic? Energetics. Energetics, gut. Von Energy. Sehr gut. Ne, da gibt's einen Mod, da kannst du ganze Landstriche mitnehmen, ne? Echt? Kannst du dann auf Diskette speichern, weil es hier leider nicht drin. Ah, das wäre cool eigentlich. Oh, jetzt bin ich in Lava gelandet. Oh. Kannst du dann auch quasi so Muster anlegen, zum Beispiel für eine Farm und kannst sie immer wieder bauen, was? Ne, du kannst sie quasi nur mitnehmen auf Diskette. Du kannst sogar Leute mitnehmen auf die Diskette. Lol. Und kannst die Diskette dann woanders wieder reinpacken und dann hast du das da stehen. Wenn der Typ mich nicht mehr rauslässt? Dann hängst dann du durch fest. Bin ich dann gefickt worden? Ja, dreimal. Ah, krass. Weil die voll dumm, die Disketten gibbelt, aber nicht den Rest. Ja. In dem Mod hier. Boah, das sieht doch schon mal episch jetzt aus. Jetzt fällt man hier in so einen Stonebrick-Kanal. So. Ah, cool. Ich hab's am Ende nochmal geschafft, durch das brennende Haus nochmal durchzuführen. Lol. Ah, hier durch? Ja, genau. Dann springst du nochmal so eben durchs Feuer von unten. Ah. Ah, geil, ne? Die Schmoki-Blocks. Aber das ist ja schon voll die riesige Aufgabe, sehe ich gerade. Was denn? Ja, alles zu verbauen, so. Aber das war bei mir ja auch, bei meiner Achterbahn. Das war ja nicht mal eben gemacht. Nee, so Projekte macht man nicht mal eben. Nee. Also ich meine, hier unten, bevor es dann zum Ende hingeht, könnte man echt nochmal so einen Schauplatz machen, weil hier ist gut Platz unten und auch eine gerade Strecke. Ah, cool. Vielleicht irgendwie können wir den da mal noch hinbauen. So ein Folterkeller. Ja, das wäre cool, aber wie willst du bei Minecraft einen Folterkeller bauen? Man könnte einen Spawner bauen, wo Villager spawnen, die dann direkt verbrennen. Was ich eigentlich ganz geil fände auch noch, ne? Wäre so eine Geisterbahn, wo du wirklich durchfährst, immer an so Fenstern vorbei, wo Monster hinter sind, durch Spawner irgendwie oder so. Ja. Und dann geht aber immer Licht an, sonst ist es stockdunkel. Und wenn du kurz davor stehst, genau, dann geht Licht an, so ganz kurz. Das könnte man sogar machen, weil wenn man den Monster Namen gibt, dann bleiben die, dann die spawnen die nicht. Ah, ja, das wär super cool. Das können wir theoretisch auch einbauen. Ja. Aber wir können ja noch eine Geisterbahn separat bauen. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Also hier ist eher so ein bisschen Rumpf durchfahren. Vielleicht im Märchenland da drüben, wo die Porkys abbauen wollten. Das ist ja noch cooler, dann können wir halt so machen, wie das in echt auch immer ist. Eigentlich gar nicht so ein großer Platz, sondern nur ganz viele Windungen so da drin. Ja, genau. Kriegen wir noch hin. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut rein. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Und bis im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.